Man schrieb das Jahr 1870. Es war ein ungewöhnlich warmer Juni. Auf der Prince Edward Insel in Kanada standen die Bäume in voller Blüte. Hier auf dieser Insel lebten in einem Haus mit dem Namen Green Gables Marilla und Matthew Cuthbert. Die beiden hatten sich entschlossen, einen Waisenjungen aufzunehmen, der ihnen bei der Farmarbeit helfen konnte. Doch statt des erhofften Jungen kam ein Mädchen an, mit feuerroten Haaren und Sommersprossen. Ich nehme an, Sie sind Mr. Matthew Cuthbert. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, wirklich, freut mich außerordentlich. Matthew und Marilla wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Matthew hätte das Mädchen gern behalten, doch Marilla war dagegen. Das hat nichts mit dir zu tun. Wir brauchen nun mal einen Jungen, der Matthew bei der Farmarbeit helfen kann. Mir ist auch zum Heulen zumute. Sie hatte sich auf einen Jungen eingestellt und konnte sich nicht an den Gedanken gewöhnen, ein Mädchen im Haus zu haben. Gute Nacht, Kind. Wie können Sie diese Nacht nur gut nennen? Sie sind herzlos. Diese Nacht wird bestimmt die schlimmste Nacht meines Lebens. Ihr Name war Anne Shirley.